Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20 mit dabei der Mulle. Hallo. So, und wir haben ein kleines Problem. Wir wurden ausgeraubt. Ja, es ist blöd. Es ist alles weg. Hier waren leider Greedy auf dem Server. Die haben alles mitgenommen, außer den Maschinen. Die mochten sie nicht. Die waren ihnen zu blöd zum Transportieren. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, wer das war. Ich hatte ja letztens mal so einen kleinen Server besucht. Ich war ja letztens mal beim Street Digger und ich habe da aus Versehen ein paar Sachen in dem seinen See geworfen. Ich glaube, der hat sich jetzt gerecht. Doch, doch, das wird's sein. Ja. Ich glaube. Du sollst nächstes Mal deinen Atommüll nicht mehr bei Street Diggern sorgen. Es war sogar nicht mal Atommüll, das ist einfach nur eine Angel. Ich habe eine Angel in den See geworfen. War das eine radioaktive Angel? Ja. War das möglich? Ich würde sagen, ganz ehrlich. Wollen wir abhauen? Ja. Okay, lass mal nach Hause gehen. Ja, wir sind dann jetzt in den. Wie soll man das bezeichnen? Baum kann man ja nicht mehr sagen. Nein, nicht so wirklich. Wow. Die hölzerne Galaxie. Ja, wir haben auch schon Gäste hier. Ich seh's. Also, ich geh da nicht rein. Lass du klären. Ich glaube, die Wand haben wir eh nicht gebraucht. Nee. Ja, auf jeden gut, Fall. Das war jetzt gerade unsere Front. Die war sowieso redundant, habe ich gehört. Die brauchten wir gar nicht. Ja, ich glaube, das. Kannst du vielleicht mal die Betten rüberholen, damit wir dann auch mal schlafen können, richtig? Ja, aber erst repariere ich die Wand. Ich mach schon. Okay. Ja, ich kann viel das. Viel Spaß mit dem richtig Drehen des Holzes. Normalerweise ist das für mich kein Problem. Ja gut, du musst halt einen Block da drunter setzen, sonst bringt sich das automatisch falsch. Was irgendwie für ein Arsch ist, aber muss ja keiner wissen. Ja. Magst du vielleicht dann jetzt gleich mal auch hier das Loch stopfen? Ja, mach ich. Jo, danke. So, dann setzen wir wieder die Türen rein, fliegen mal um die Tür herum. Ja, wir haben da jetzt hier schon mal so ein paar Etagen ausgehoben. Ja, das ist an Holz rausgekommen, 4096 Rubber Wood, 4096 Rubber. Also ich hab noch mein komplettes Inventar voller Wood und Rubber. Joho, das macht das so viel besser. Also hier habe ich auch noch zwei. Haben da doch mal generell so ein paar Sachen rübergebracht. So im Klartext wirklich alles ist schon hier drüben, haben auch mal ein bisschen Ordnung reingebracht. Und was wir dann auch mal gemacht haben, wir haben uns mal hier oben gegönnt, so eine, zwei Felder anzupflanzen und dann auch hier ein Reservoir aufzubauen. Zeige ich mal ganz kurz, wie das geht. Reservoir wird gemacht, indem wir Glas, zwei Fuse Quartz und ein Cauldron hinsetzen. Dann kriegen wir zwei von denen, wir brauchen aber vier, damit wir so eine unendliche Wasserquelle haben. Fand ich, sah dann doch ein bisschen besser aus. Man kann auch vorhin drüber laufen. Ja, dann haben wir hier. Hier sind unsere Betten. Dann geht es jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Hier ist die, glaube ich, ja, das ist die letzte normale Ebene. Und dann die erste große. Hier habe ich eben versucht, noch ein bisschen abzuholzen. Und naja, hier ist meine Axt kaputt gegangen. Aber gut, ich würde sagen, erstmal Spawn neu setzen. Du hast übrigens nicht sonderlich elegant geflickt. Das kann man von außen recht gut sehen. Ja, ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll. Muss ich mal rangehen. Ja, lass mal gerade schlafen, ne? Ne Morph, egal. Oh. Das war eine awesome Idee. Okay, was wir dann auf jeden Fall heute vorhatten, wir wollten dann erstmal ein bisschen Energie hier rüberbringen. Und wie wir das machen wollen. Das ist ganz einfach, weil, naja, Solarpanel bringt nicht mehr so awesome viel, habe ich gehört. Nicht so wirklich, das braucht ein bisschen viel Solar. Ja. Und wir hatten uns dann überlegt, wir gehen auf einen Mod ein, den ich auch schon bei den letzten Mal benutzt hatte, und zwar geht das gut immer noch. Big Reactors. Ein Big Reactor. Der hat sich ein bisschen verändert, ich weiß jetzt aber nicht so wie viel. Jetzt gibt es hier diese Ludicrete-Ingots und hier so ein wundervolles Beeftronic Trademark Diagnostics Tool und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Aber für uns dann reicht dann doch erstmal der Standardreaktor und ich würde sagen, den klatschen wir einfach hier mal so schön hin. Machen wir dann über zwei Etagen, würde ich sagen. Platz haben wir ja. Ja. Ich glaub, dann soll es nicht scheitern. Ist echt so. Machen wir noch hier. Ja. So.
Ich schätze mal, dass ich hier diese Folge dann auch morgen erst am Donnerstag ankommen wird, weil heute habe ich echt keinen Bock mehr noch sowas zu rendern und so weiter. Weil wir haben jetzt heute den Mittwoch, den 18.02. und naja. Um 19.24 Uhr. Ich glaube nicht, dass ich dann noch eine Folge rechtzeitig fertig kriege. Wahrscheinlich. Server bei dir noch da? Ah, hat er gerade nur geleckt, okay. Ich hoffe. Ja, was hat er nur geleckt? Slack, warte, das Server deckt gerade wieder komisch. Also bei mir läuft gerade alles wunderbar. Also ich habe einen krassen Delay. Aber so einen richtig krassen. Okay. Mir läuft echt alles wunderbar. Ja, ich muss mal schauen. Ja, langsam geht's anscheinend doch wieder. Ich weiß nicht, was gerade war, aber bei mir war echt ein krasser Delay. Das siehst du ja bei mir in der Aufnahme. Kann das sein, dass mein Internet gerade ein bisschen am Abspacken ist. So, wir fliegen dann jetzt mal gerade ganz schnell in die alte Butze rüber. Und schmeißen dann jetzt hier schon mal Kohle rein, damit die hier durchgebutzelt wird. Wir können das Gold auch schon direkt mitnehmen. So, und zwar brauchen wir für Big Reactors einmal ein paar Reactor Casings aus Iron, Graphit und Yellorium, einen Reactor Controller, mindestens eine Reactor Control Rod und einen Server. Den haben wir nur leider nicht. Da hört es leider auf. Jetzt sag ich nichts, der Server ist schon wieder weg, ne? Also du bist gerade rausgeflogen, ich bin noch da. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Internet los ist. Ich schau mal kurz im TS nach, weil ich für einen Ping habe. Ich habe einen Ping von 35, ich habe keine Internetprobleme. Ich habe alles aus, was Internet frisst. Lol, die Goldbarren waren noch drin. Okay. Auf jeden Fall, wir brauchen einen Reactor Control Rod, Reactor Power Tab und einen Reactor Access Port. Und was ich da nochmal schauen wollte, wir können den Reaktor noch ein bisschen steuern über einen RedNet-Port oder einen Computer-Port. Da wollte ich mal schauen, welche Variante wir machen, aber ich glaube erstmal können wir den... Nee, Quatsch, nicht RedNet-Port, sondern Redstone-Port, das war halt. Wir hatten nämlich damals ja beim Abitur hatten wir auch schon so einen Reaktor und wir hatten den perfekt steuern lassen, da hat uns ja der Butze geholfen. Da müsste ich eigentlich mal nachschauen, wie wir das gemacht haben. Aber na gut. Ich würde sagen, wir können in der Zeit, wo das hier am Durchprotzeln ist, ja nochmal rüberfliegen und schon mal ein bisschen was anfangen. So, ich wäre auch versprochen, mir hat ja letztens noch versprochen, dass wir auch einen kleinen Gast bekommen. Hat sich leider was verschoben, weil es da doch ein paar Zeitprobleme gibt. Aber naja, kann man nichts machen. Wir kriegen bestimmt noch Gäste. Ja, zur Not zwingen wir irgendeinen, der wird dann gefesselt, geknebelt und schreiend, also halb schreiend wegen geknebelt, dem ein Mikro gesetzt, dann passt das. Halt die Klappe! Ah, okay. Okay, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier ein paar Reactor-Casings und wir können den Reactor schon mal so ein Grundding was aufbauen. Oh ja, ich glaube, den werden wir auch diesmal so ein bisschen sichtbar bauen, dass wir sehen, was daran abgeht. So, das waren schon die ganzen Reactor-Ports, die wir hatten. Reactor-Ports, Reactor-Casings, meine Güte. Mit der Baum ist auch ein Monstrum, jetzt mal im Ernst. Ja. Gott. Ja, generell wollte ich mal schauen, ob wir das hier wirklich dann abreißen, dieses alte Haus. Oder wir hatten ja auch eine Idee, was wir machen, wenn wir eine Kiste bekommen. Ob wir dann das nicht einfach so machen. Es gibt ja hier diese sogenannten Minimis. Also hier vom Golden Egg. Wenn du ein Golden Egg setzt, dann schwebt er das herum lustig und es entsteht ein Minimi. Den kann man ja dann noch einen Namen geben und so weiter. Und ich sehe gerade einen Konstruktionsfehler. Und wir wollten dann da so einen kleinen Kindergarten aufbauen. So. Frage ist jetzt, sollen wir daraus den Kindergarten machen oder nicht? Woraus? Aus der alten Hütte. Alten Hütte, ja, würde ich sagen. Bevor wir die abreißen. Ja. Ja, Verschwendung. Recycling for the win, sagst du. Oh ja.
Also ich kümmere mich jetzt um uns mal darum, dass wir Botanien ja auch nach hier auslagern, weil jo. Zum Beispiel die Dayblooms, die werden jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so effektiv sein aus gegebenen Gründen. Ja. Wenn wir jetzt einen Reaktor bauen müssen. Naja, und dann lagere ich jetzt halt die ganzen Hydro, Gedo, Garda, Dade, Gefix nach hier aus und dann machen wir den ganzen Scheiß auch hier. Ja, das glaube ich echt besser. Ja, Farmen waren wir auch nochmal, wir haben jetzt schon mittlerweile fast ein zweites Deck hier, also daran mangelt es jetzt echt nicht mehr. Nur kein Eisen. Ja, das finde ich sowas von traurig. Ich würde mir teilweise echt, wir hätten hier den Minium-Stein. Ich würde direkt mal einen ganzen Stack Dias in Eisen umwandeln. Aber gut. Den Reactor Controller. Dann können wir hier noch dich machen. Ich merke gerade. Wir können hier. Ja, das ist ein bisschen knapp, was wir hier machen, was ich hier mache. Ich glaube, das Ganze machen wir dann mal eins weiter. Halt einen schönen großen Reaktor, damit wir schön die Umwelt verbessern können. Das steht darauf. Ja, ich meine, was gibt uns die Mutter Natur heutzutage noch? Wäre cool, wenn wir direkt noch von Botanias Radioaktivität Mana machen könnten. Alter, das wäre OP. Etwas. Na gut, dann einmal hier wieder dich machen. Hier hochbauen. Wie viele Folgen willst du eigentlich heute machen? Heute? Ach, wir können ein paar machen, ist ja noch früh. Ja, okay. Dann würde ich mal gerne mal schauen, dass wir bis Montag Folgen hätten. Ausgegebenen Anlässen. Du weißt ja Bescheid und so. Jo. So, wie sieht das... Oh, schön. Im E-System müssen wir eigentlich auch bald mal weitermachen. Unsere Truhen quillen sich langsam echt voll. Stimmt. Ach ne, du kannst sagen, was du willst. Wir machen das nicht mehr zu Deutsch passen. Ich habe keinen Bock, eine ganze Ebene für Truhen zu verschwenden. Na gut. Wir machen das mit dem Festplatten. Das ist eindeutig platzsparend da. Okay. Ist ja nicht so, dass wir Platzprobleme hätten, ne? Wie war das bei Tinker's Constructor mal? Ich will mal gerade eben eine Tinker Stone Axe machen. Was musste man nochmal als Handle nehmen? Brauchte man da nochmal einen Stock oder brauchte man irgendwas Spezielles aus einer Stencil? Die Toolrod. Die Toolrod, okay, ja gut. Das verwirrt mich immer, dass die den verschiedenen Namen geben. Ich will jedes Mal drauf rein. Okay, warte, was willst du jetzt genau machen? Willst du eine Lumber Axe machen oder? Eine normale Spitzhacke. Also, nee, da brauchst du eine Toolrod. Okay, gut, danke. Sollten wir gleich zwischen haben. Oh Gott, wie ich mir ja hin und her fliegen bin. Aber ich würde sagen, wenn der Reaktor steht, dann können wir den ganz easy befüllen und dann können wir auch die Maschinen drüber holen. Das ist ja echt das letzte. Ich bin nochmal am Schauen. Eigentlich können wir das schon mal rüberholen. Den Scriber. Die. Ah, ich bin da lieber vorsichtig. Ich habe keinen Bock, dass hier kaputt gehen und dann kann ich abbauen lassen. Was war? Also das war dann Scriber. Generell müssen wir echt mal schauen, dass wir noch eine Ebene für die Applied Energistics machen, so Crafting Cube und so weiter. Ja, gut, plus haben wir ja. Ja, wobei ich ganz ehrlich keine Ahnung habe, wie der Crafting Cube jetzt aufgebaut wird. Ja gut, wenn sie den auch großartig verändert haben. Ich habe wirklich null Ahnung über das neue Armee. So, Reactor Casings. Gott, jetzt sind das gleich das Eisen alle. So. Das da. Dann das. Hier so. Das. So, so. Man hört nur nicht das Klopfen von Tinkers. Mit den Stone Shards könnte man so ziemlich gar nichts machen, oder? Naja, wenn du halt so ein nochmal was halbes brauchst, zum Beispiel so einen halben Stone Stick, dann konntest du den benutzen. Okay. So, was hat uns gefehlt? Ein bisschen haben wir hier noch. Dann würde ich jetzt mal schauen, dass wir hier generell die Sachen fertig machen. Wir brauchen ja wie gesagt einen Reaktor. Power-Tap, den können wir schon mal ranklatschen. Den klatsche ich mal da dran.
Was brauchen wir noch? Einen Assessport. Ach ja, dann. Was war da im Tor? Nee. Was ich jetzt einmal ganz gesehen habe, was eigentlich auch geht, fand ich recht interessant. Man kann auch das Rohrholz nehmen und dann einfach den hier machen, dann kriegst du sogar 4 Drohnen raus. War mir ja persönlich neu. Moment, was kann man machen? Du kannst also Rohholz nehmen, also wirklich das unverarbeitete Holz. Ganz easy dann so eine, wie eine Truhe anordnen und du hast eine Truhe. Also 4 Stück dann. Okay. Das ist ein Vanillarezept? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Aber wenn ja, dann ist das echt cool. So, Reactor Assist. Den kann man die Mana-Pole verlieren, in ihren Inhalt, wenn ich die abbaue, oder? Ich glaube, aber warte mal mit denen, weil da gibt es noch einen Trick, den wir in der nächsten Folge mal machen könnten. Oder, keine Ahnung, wenn wir bis dahin schon fertig sind mit dem... Ja. Und so, also mit dem Reaktor. Ich habe eben... Ja, hier ist noch ein Ofen. Ich schmelze mal ganz schnell so ein bisschen was an Glas. Kohle sollte echt nicht das Problem sein, können wir auch easy nachfarmen. Einziges Problem ist wirklich einfach nur das verdammte Eisen. So. Was ich jetzt auch mal gesehen habe, ich habe mich mal so ein bisschen bei Botania reingelesen. Weiß ich, was ich recht cool finde? Was? Wir müssen uns auf jeden Fall mal so eine Terra-Stil-Rüstung machen. Die gibt uns einfach mal mehr Leben. Das ist cool. Das ist verdammt cool. So, Sand müssen wir eigentlich... Kann man eigentlich gerade mal nachfarmen? So ein bisschen was. Also die von Tinkers Konstrukt, die reine Steinhacke hält jetzt nicht allzu lange, muss ich zugeben. Du kannst an die ran, wenn du willst. Ja, stimmt, haben wir genug. Geben, so ist die relativ ineffizient mit 65 Blöcken Haltbarkeit. Ich meine, gut, ich kann sie direkt wieder reparieren, aber blöd ist es trotzdem. Ja, ich weiß gar nicht, wieso du eine Tinkers Spitzhacke machst aus Stein. So. Weiß nicht, wollte mal ausprobieren, wie effizient die ist. Hab's noch nie ausprobiert. So, und jetzt weiß ich, dass sie nicht effizient ist. Ja. So, Glas wird ja fertig, dann weiter Casings. Ich glaube, hinten können wir so an den Seiten können wir eigentlich freilassen, oder? Dass wir da wirklich nur von vorne drauf schauen. Ups, ja, würde ich sagen. Ah, hier habe ich das ein zu viel angesetzt. Gott, das ist echt eine Materialschlacht, die wir gerade machen. Was du erwartest. Ah. Okay, wir müssen gleich auf jeden Fall Eisen nachfahren. Ich bin ja beim letzten Stack. Aber den Reaktor würde ich echt gerne noch fertig kriegen. So. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40. Okay, wir müssen auf jeden Fall Eisen nachfahren. Ich hab gedacht, da kommst du jetzt mal günstig mit rundherum. Arschkarte. Das tun wir mal hier rein. Gott, gibt's denn keine Möglichkeit, aus Gold Eisen zu machen? Hier. Das wollen wir. Gibt's da gar nichts? Ja klar, was sind das für Credits? Juhu. Oh Gott. Warte, was war das letzte? Leute, aus einem Dinstorm kriegst du mal 2 Zinne. Was machst du da? Hm? Was hast du da gemacht? Ich hab nur meine Tastatur auf Arbeitsspeicherauslastung umgeswitcht, weil meine Framerate schon wieder einkracht. Mann, hab ich die ganze Zeit so ein komisches Klacken gehört. Naja, das war das Umswitchen des Displays. Ah.
Okay, das tun wir weg und ich schätze mal, wir müssen. Ja, Glas haben wir jetzt. Joho. Ich würde sagen, wir haben schon 20 Minuten. Ich würde sagen, die Folge ist jetzt rum. Ich würde sagen, wir gehen jetzt echt mal ein bisschen Eisen nachfarmen. Bis dahin würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und bedankt euch auch bei diesem wundervollen Disco-Zombie hier. Hat er doch gerne getan. Das musst du dir mal anschauen. Der guckt, der ist die ganze Zeit mit dem Kopf am Rumwobbeln. Ah, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Oh. Dann können wir die auch toten. Töten. Na gut, ich würde sagen, das war's dann für die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Oh.